Jetzt halt drauf. Geht bitte nah ans Mikrofon, damit es nicht quietscht. Imagine. Stellt euch vor, was wäre, wenn wir das, was eben John Lennon angesprochen hat, vielleicht Realität werden würde, wenn wir uns auswählen könnten, welche Welt wir haben wollen. Aber wie gesagt, umsonst geht nichts. Und deswegen müssen wir unsere Vorstellungen irgendwann mal versuchen, in die Praxis umzusetzen. Und ja, wir fangen damit an. Ja. Guten Tag, Ansbach! Guten Tag, Ansgar Wallo! Und passt gut auf, dass wir hier keine unerwünschten Elemente bei uns eingeschlichen haben. Guten Tag, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Sei es aus Ansbach oder aus den umliegenden Städten und Gemeinden, guten Tag einfach. Ja, guten Tag, verehrte Vertreter von Presse, Rundfunk und Fernsehen. Guten Tag, Vertreter aus der Politik, der Verwaltung, den Gruppen und den Parteien aus Ansbach und im Umland. Guten Tag auch den Beamten der Polizei Ansbachs. Wir vom Bündnis Stopp TTIP Ansbach Stadt und Land begrüßen euch herzlich. Als Versammlungsleiter, mein Name ist Reinhard Sachs und mit mir ist Günther Brendle-Benisch, dürfen wir die Akteure unseres Bündnisses einmal vorstellen. Die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, ABL. Die Aktionsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen in der Evangelischen Kirche. Der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter, BDM. Der Bund Naturschutz in Bayern mit seiner Kreisgruppe in Ansbach. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW. Greenpeace mit der Kreisgruppe oder mit der Gruppe Ansbach. Der Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V., Kreisverband Ansbach, LBV. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Bündnis 90, die Grünen. Die Bürgerinitiative Ansbacher Parteiloser. Die offene Linke Ansbach, Ola. Die Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP. Sowie viele Einzelpersonen. Ja, am Rande bemerkt, wenn die eine oder andere Organisation hier dabei sein möchte, bei uns weiter oder bei uns mitarbeiten möchte, die sind herzlich eingeladen, sozusagen mit uns die Arbeit zu machen. Aber auch wir nehmen jede Einzelperson, wir können jeden brauchen, der mitarbeiten will. Ja, das ist erstmal. Ja, einige organisatorische Anmerkungen. Ich bin gerade angesprochen worden. An den Ständen gibt es Wasser. Wer also durstig ist, möge seinen Durst dort stillen. Dann, wir begrüßen alle, die friedlich an dieser Kundgebung teilnehmen. Ach, Entschuldigung. Und die faire Milch gibt es natürlich auch. Logisch. Ja, die faire Milch, versteht ihr bitte, gegen eine Spende. Ja. Wir begrüßen alle, die friedlich an dieser Kundgebung teilnehmen möchten. Wer Gewalt, Rassismus, Sexismus oder Ähnliches predigen oder verbreiten möchte, hat bei uns nichts verloren und möge sich davon machen. Unsere Ordner werden darauf achten, dass Störer dieser Kundgebung fernbleiben. Und Gleiches gilt natürlich selbstverständlich für Vermummung. War ja nur sozusagen. An dieser Stelle
senden wir Grüße an all diejenigen, die heute in Hamburg friedlich wie wir für eine andere umwelt- und menschengerechte Politik demonstrieren. Wir sind bei denen, die ein Anliegen haben, aber wir wenden uns gegen sinnlose Gewalt. Unsere Kundgebung steht unter dem Motto: Der Planet Erde zuerst, Planet Earth first. Eine andere Politik ist nötig. Anlass ist der G20-Gipfel, dem Treffen in Hamburg, bei dem sich die ach so mächtigen Regierungschefs der so wichtigen Industrie- und Schwellenländer treffen, eine uns ach so rosige Zukunft für die Welt versprechen. Aber wie es so mit den Politikern ist. Einer der Akteure, der Herr Junkers, hat mal ganz freimütig gesagt, wenn es in der Politik ernst wird, musst du lügen. Und wir müssen uns auf jede Menge Lügen jetzt einstellen. Wenn Frau Merkel zum Beispiel vom fairen Handel lügt und befürchtet, dass die Wohlstandsgewinne, wessen wohl, der Globalisierung durch Abschottung und Protektionismus, von wem wohl, zurückgedreht werden, dann müssen wir genau hinhören. In Wirklichkeit ist es der Protektionismus der Neoliberalen, dem geschlossenen Club der Freihandelsbefürworter, deren Spielregeln aller in der Welt sozusagen zu folgen haben. Und die alle knechten werden. Der Anspruch des amerikanischen Präsidenten Trump nach America First dient plötzlich der EU und einigen G20-Staaten als willkommener Vorwand, in aller Eile noch mehr Freihandelsverträge zu fordern oder zum Abschluss zu bringen, wie das in aller Heimlichkeit verhandelte EU-Japan-Abkommen. Hier wird die Öffentlichkeit für dumm verkauft, alle von der Zivilgesellschaft mühsam erkämpften Zugeständnisse der EU-Kommission an Inhalte und noch nach mehr Transparenz oder Offenlegung der Verhandlungsmandate bei den Handelsverhandlungen, die gelten plötzlich offensichtlich nicht mehr. Fest steht, die Globalisierungspolitik der letzten Jahrzehnte steckt in einer Legitimationskrise. Das ist unleugbar. Die einseitige Orientierung der Liberalisierung von Kapital- und Gütermärkten hat zu einer Konzentration der Wirtschaftsmacht, der Gewinne und der Einflussnahme auf die globale Wirtschafts- und Handelspolitik geführt, in den Händen einer kleinen Elite, deren Einfluss auch auf diesem G20-Gipfel unübersehbar ist. Auf der Strecke bleibt der geplünderte Planet Erde mit allen Bewohnern und seinem Klima, das zu kippen droht. Wir als Bürger und Demokraten können und wollen das nicht hinnehmen. Es ist unsere Zukunft und die der nachfolgenden Generationen, die von der Gier Einzelner gefressen wird. Unsere Forderungen an die Mitglieder des G20-Gipfels wollen wir heute auf dieser Kundgebung darlegen, die hier in der Region zeitgleich mit anderen Aktionen rund um den G20-Gipfel in Hamburg abgehalten wird. Wie eine echte, faire, globale Politik aussehen soll, dazu sprechen Reinhard Sachs von Greenpeace Ansbach, Paul Beitzer vom Bund Naturschutz, Günter Brendle-Behnisch von der ÖDP, Dr. Herbert Sirio von den Grünen, Atesh Gürpinar von den Linken, Heidi und Jürgen Schilling von der ABL, sowie mit Beiträgen aus dem Publikum. Ja, von der Zeit, wir wollen uns auch nicht allzu lange sozusagen auslassen. 7 bis 8 Minuten wollen wir den Rednern zugestehen und dann werden wir schon über die Runde kommen. Und nun dürfen wir Reinhard Sachs von Greenpeace das Mikrofon übergeben.
Reinhard ist ehemaliger Berufsschullehrer, der knapp 10 Jahre in Südostasien in der Entwicklungshilfe für den Bereich der beruflichen Bildung als Berater gewirkt hat. Bitte schön. Ja, wir wollen uns nicht auf die Frau Merkel verlassen, sondern wir von Greenpeace haben uns mal überlegt bzw. Gedanken gemacht, wie sieht ein fairer Welthandel aus? Um sicherzustellen, dass der Handel Mensch und Umwelt dient und nicht umgekehrt, haben Greenpeace 10 Prinzipien für Handel und Investitionspolitik formuliert. Die Globalisierung geht uns alle an. Der derzeitige globale Handels- und Investitionspolitik drängt Mensch und Umwelt hohe soziale und ökologische Kosten auf. Oft stellen die Regierungen Handelsinteressen über soziale, ökologische Standards, aber auch über Regelungen, die dem Schutz und der Förderung des öffentlichen Interesses dienen sollen. Als Voraussetzung eines transparenten, rechtmäßigen und fairen Systems muss die Globalisierung Regeln unterliegen. Ja, beim Fußball werden die Regeln genau eingehalten, ne? Und da sind sie bekannt. Aber wir wollen sie jetzt auch mal hier bekannt machen und dann sollen sie auch wirklich eingehalten werden. Diese Regeln müssen nationale und kulturelle Werte achten, eine nachhaltige Entwicklung fördern, Vereinbarungen der Vereinten Nationen sowie das Pariser Klimaabkommen, das Übereinkommen über die biologische Vielfalt und ihre Nachhaltigkeitsziele effektiv umsetzen. Ja, Umweltverträge, Menschenrechtsabkommen und internationale Arbeitsnormen mit Prinzipien der Gleichheit und der generationenübergreifenden Verantwortung. Das ist ganz wichtig. Als Kernstück müssen Vorrang vor Handelsregeln haben. Die nächste Generation hat die Scheiße auszubaden, was wir sozusagen hier uns einbrocken. Handel ist kein Selbstzweck. Der internationale Austausch, nicht nur von Waren und Dienstleistungen, sondern auch von Ideen, kann dazu beitragen, die Welt zu einem offeneren und solidarischeren Ort zu machen. Doch der Handel darf nicht mehr Selbstzweck sein. Er muss ein Mittel sein, soziale und ökologische Ziele innerhalb der Grenzen unseres Planeten sozusagen umzusetzen. Greenpeace fordert eine Neuausrichtung und Umstrukturierung der Handels- und Investitionspolitik. Unternehmerische Verantwortung, Rechenschaftspflicht und Haftung inklusive rechtsverbindlicher Pflichten für Investoren und Unternehmen müssen daher im Mittelpunkt eines jedes Handelsabkommens stehen. Bislang fehlt das. Jedes Übereinkommen muss menschenwürdige Arbeit und einen existenzsichernden Mindestlohn garantieren. Mit der Entwicklung neuer und fairer Wirtschaftsmodelle, mit verbindlichen globalen Regeln für Unternehmen sowie Menschenrechten, Steuerreform und der Regulierung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung vereinbar sein. So, und zum Mitschreiben, beziehungsweise damit die Leute das mal wirklich auf den Punkt bringen. Das erste der Leitziele. Handel und Investitionsabkommen werden transparent, demokratisch im Auftrag gegeben, ausgehandelt, vereinbart und überprüft. Bislang ist mit Transparenz ja wohl nicht so viel, ne? Zweitens, Handels- und Investitionsabkommen respektieren die Grenzen des Planeten Erde. Wir haben nur eine davon. Sie sorgen für eine gerechte, nachhaltige und verantwortungsvolle Nutzung der natürlichen Ressourcen.
Durch den Grundsatz des Verursacherprinzips verhindern Sie, dass am Ende der Gesellschaft die Gesellschaft für die Umwelt Kosten von Handel und Investitionen aufkommen muss. Drittens, Handels- und Investitionsabkommen tragen aktiv zur nachhaltigen Entwicklung, zum Klimaschutz und zum Umweltschutz bei. Sie vertreten internationale Abkommen wie das Pariser Klimaabkommen, das Übereinkommen über die biologische Vielfalt und die nachhaltigen Entwicklungsziele, statt sie zu untergraben oder zu übergehen. Viertens. Handels- und Investitionsabkommen umfassen das Vorsorgeprinzip zum Schutz der öffentlichen Gesundheit und der Umwelt. Alle Vertragsparteien erkennen dies an. Noch ist es in Europa das Vorsorgeprinzip. Mit den jetzigen anstehenden Handelsverträgen soll das Wissenschaftsprinzip eingeführt werden, und das macht uns wirklich zu denken. So, fünftens, Handels- und Investitionsabkommen setzen die derzeitigen Best-Practice-Schutznormen für Umwelt, benachteiligte Gemeinschaften, Verbraucher und Arbeitnehmer, Gesundheit und öffentliche Dienstleistungen durch und garantieren sie. Sie ermöglichen und garantieren zudem die kontinuierliche Verbesserung dieser Standards. Ganz wichtig, denn bei den jetzigen Handelsabkommen soll sozusagen alles eingefroren werden. Sechstens, Handels- und Investitionsvereinbarungen ermöglichen die Unterscheidung zwischen Gütern, ausgehend von der Art, wie sie produziert, geerntet oder gefangen werden. Darauf aufbauend bieten sie Mechanismen, um nachteilige Auswirkungen der Produktionssysteme auf die Menschenrechte, die sozialen Rechte und die Umwelt zu verhindern. Diese Vereinbarungen erlauben auch die Kennzeichnung und die Rückverfolgbarkeit von Produkten, Dienstleistungen und Investitionen. Siebtens, Handels- und Investitionsabkommen stärken den fairen und gleichberechtigten Zugang zu Recht und Rechtsschutz. Investoren und Unternehmen sind verpflichtet, die Rechte von Gemeinschaften, Arbeitern und Umwelt zu respektieren. Sie haben keine umfassenden Rechte als andere und müssen Investitionsstreitigkeiten an innerstaatlichen Gerichten austragen. Gemeinwohlrecht und Politik sind von Investitionsstreitigkeiten ausgeschlossen. Das Achte. Handels- und Investitionsabkommen sehen soziale und ökologische Vorschriften ausdrücklich nicht als Handelshemmnisse, sondern als notwendige Schutzmaßnahmen. Wenn Handels- und Investitionsabkommen die Vereinheitlichung bestehender und zukünftiger sozial- und Umweltstandards fördern, müssen sie sicherstellen, dass dies demokratisch und transparent geschieht. Handels- und Investitionsabkommen berücksichtigen die spezifischen Bedürfnisse des Südens. Sie können Ländern und Gemeinschaften nicht gegen ihren Willen auferlegt werden. Sie erlauben Marktschutzmaßnahmen zur Stärkung der heimischen Volkswirtschaft und Maßnahmen zum Schutz der Ernährungssouveränität sowie der Biodiversität und kulturellen Vielfalt. Regeln und Vorschriften spiegeln die unterschiedlichen Entwicklungswege der Länder wider und bieten politische Flexibilität, vor allem für die am wenigsten entwickelten Länder und den Schutz indigener Völker- und Gemeinschaftsrechte. So, und das Zehnte noch. Handels- und Investitionsabkommen sowie Entwürfe von Verhandlungstexten für diese Abkommen unterliegen unabhängigen Folgeabschätzungen, welche die Auswirkungen auf die Menschenrechte, die Umwelt
und den sozialen Schutz bewerten. Organisationen der Zivilgesellschaft werden in sinnvoller Weise dazu konsultiert. Die Ergebnisse der Folgeabschätzung werden rechtzeitig berücksichtigt, um auf Verhandlungsmandate, laufende Verhandlungen oder die Überprüfung bestehender Übereinkommen Einfluss zu nehmen. So, das waren die 10 Prinzipien. Die sind noch nicht so schwer. Die kann man doch nachlesen. Da brauchen wir doch keine Armada von irgendwelchen amerikanischen Rechtsanwälten, die in klausulierten Englisch irgendwas vorschlagen. Keep it simple. Ja, diese Prinzipien richten sich von Greenpeace gesehen her mit einem starken Fokus auf die Umwelt. Aber andere Organisationen sind auch am Arbeiten und wir wollen diese sozusagen mit einbringen. Und wenn wir so weitermachen, wie gesagt, es ist einfach, einfache Gesetze zu machen, die auch einfach befolgt werden können. Und dafür treten wir ein. Ich bedanke mich. Herzlichen Dank, Reinhard. Wir bitten nun Paul Beitzer, das Wort zu ergreifen. Paul Beitzer ist Kreisvorsitzender des Bundes Naturschutz. Er ist aber auch noch im Stadtparlament von Dinkelsbühl für die SPD Bürgermeister. Bitte schön. Ja, meine lieben Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Ich hätte mir zwar schon gewünscht, dass vielleicht der eine oder andere mehr hierher kommt, aber die Liste der Organisationen, die hier beteiligt sind, die ist eindrucksvoll lang und es zeigt doch, dass wir beginnend vor 2 Jahren mit unserem Protest gegen TTIP eine breite Welle losgetreten haben, die zwischenzeitlich sehr viel erreicht hat, aber natürlich noch nicht alles, was wir uns wünschen. Überhaupt nicht erreicht haben wir eines, nämlich Einsicht bei denen, die diese Verträge, gegen die wir uns wenden, verhandeln. Denn auch jetzt wieder bei diesem JEFTA-Abkommen, das ist das Abkommen mit Japan, läuft das nach demselben Schema. Es wird geheim verhandelt. Niemand bekommt Einblick in die Papiere. Und die Japaner wollen ungefähr das Gleiche, was auch die USA wollten, nämlich Geheimhaltung der Dokumente und in starkem Maße private Schiedsgerichte. Dann wollen sie das Vorsorgeprinzip nicht anerkennen, das im Verbraucherschutz in unserem Sinne wichtig ist. Und dann läuft das Ganze im Kern ja wieder darauf hinaus, dass alle Standards zum Schutz von Mensch und Umwelt in den Bereichen Chemikalienpolitik, Landwirtschaft, Energiepolitik und bei den Arbeitnehmerrechten, dass die eingeschränkt werden. Und ich habe ein bisschen mit Erstaunen beobachtet jetzt vor 3 Tagen, wie die EU-Spitze vorgeprescht ist und in höchsten Tönen dieses JEFTA-Abkommen gelobt hat. Es sei jetzt alles soweit vereinbart, man sei sich einig. Aber die Experten im Hintergrund signalisieren, dass man sich überhaupt noch nicht einig ist. Das ist nicht ausverhandelt und ich habe den Eindruck, dass es hier im Moment nur eine taktische Maßnahme ist. Man will ganz schnell den Amerikanern zeigen, ja, mit Japan klappt das, wieso klappt das mit uns nicht. Doch ich will zurückkommen zu unserem eigentlichen Thema, das ist der G20-Gipfel. Für den Bund Naturschutz ist der zentrale Punkt, der beim G20-Gipfel im Vordergrund stehen sollte, die Frage, wie können wir den Energiesektor transformieren, weg von den fossilen Energien hin zu den Erneuerbaren. Die zentrale Fragestellung ist, wie schaffen wir das? Die G20, die vertreten rund 80% aller für die Treibhausgasemissionen verantwortlichen Länder. Das heißt, wenn die sich einigen könnten, wenn die ein vernünftiges Konzept vorlegen, dann wäre schon sehr viel gewonnen. Aber es zeichnet sich ab, dass die weiterhin auf ungebremstes Wachstum setzen und auf schnellen Profit. Und wenn das so weitergeht, dann werden wir das Ziel von Paris, dass er sich irgendwo zwischen 1,5 und 2 Grad Erderwärmung festgelegt hat,
werden wir weit verfehlen. Die Experten, die gehen inzwischen schon davon aus, dass wir Richtung 3 Grad steuern. Transformation im Energiesektor heißt im Klartext, wir müssen weg von Gas, wir müssen weg von Öl und an erster Stelle müssen wir weg von der Kohlepolitik. Trump hat in den USA eine komplette Kehrtwende hingelegt. Ich habe jetzt heute beim Herfahren im Auto gehört, man hat wohl die ersten Kompromissformulierungen gefunden, mit denen auch Trump einverstanden ist. Was das heißt, ist uns allen klar. Das heißt, es wird in keiner Weise etwas herauskommen, was dem entspricht, was wir als Ziele vor Augen haben. Und deswegen wäre es umso wichtiger, dass wenigstens die verbleibenden 19, wenn die USA schon sich ausklingt, dass wenigstens die verbleibenden 19 Maßnahmen treffen, um in der Energiepolitik gegenzusteuern. Da wäre natürlich auch die Bundesregierung in sehr intensivem Maße gefragt, denn inzwischen sind wir nicht mehr Vorreiter in der Wende hin zu erneuerbaren Energien, sondern wir sind schon eher einer der Nationen, die auf die Bremse treten. Und hier müssen wir ein klares Signal setzen, das kann so nicht weitergehen. Besonders fatal ist in diesem Zusammenhang, dass wir in der Bundesrepublik in unseren Kohlekraftwerken pro Jahr 54 Millionen Tonnen Kohle verbrennen, die wir importieren. Die importieren wir aus Ländern der Dritten Welt, wo sie unter unzumutbaren sozialen und ökologischen Bedingungen gefördert werden. Und das kommt dann zu uns und wir verbrennen das, um unseren Energiehunger zu stillen. Und das kann nicht sein, da kann mir auch niemand erzählen, dass damit heimische Arbeitsplätze in nennenswertem Maß geschont oder gesichert werden. Das ist Quatsch. Das muss ein Ende haben und dann sind wir wieder bei der zweiten zentralen Frage des G20-Gipfels, nämlich wie organisieren wir fairen Handel? Da steht in meinem Konzept jetzt Exkurs. Exkurs heißt für mich, ich habe mir wirklich überlegt, kann so ein Gipfel mit den 20 Nationen, macht der eigentlich noch Sinn oder macht der überhaupt Sinn? Stehen da Aufwand und Ertrag in einem vernünftigen Verhältnis? Ich habe den Eindruck, dass hier in erster Linie Symbolpolitik betrieben wird. Da soll signalisiert werden, schaut her, ihr lieben Bürger, die 20 wichtigsten Nationen, die treffen sich und besprechen, wie es weitergeht mit unserer Welt. Aber die wesentliche Frage wird ja unterschlagen. Es sprechen 20 und die restlichen 190, ich weiß es nicht, wie viele es genau sind, 194, Dankeschön, die schauen zu, über die wird gesprochen. Das ist doch die falsche Relation. Ich kann doch nicht hergehen, wenn ich die Probleme der Welt lösen will, dass die 20 Stärksten sagen, ja, wir unterhalten uns und dann stellen wir Regeln auf und der Rest soll danach dann sich verhalten. Da regulieren die Stärksten und drücken ihre Meinung den Ärmsten auf. Der Papst Franziskus hat es etwas, eleganter formuliert wie ich. Also lest mal die Enzyklika Laudato Si. Also ich bin kein Katholik, aber wenn man das als Beendler liest, könnte man meinen, das ist aus unserem Programm abgeschrieben. Papst Franziskus schreibt da, die internationalen Verhandlungen können keine namhaften Fortschritte machen aufgrund der Positionen der Länder, die es vorziehen, ihre nationalen Interessen über das globale Gemeinwohl zu setzen. Eine technologische und wirtschaftliche Entwicklung, die nicht eine bessere Welt und eine im Ganzen höhere Lebensqualität hinterlässt, kann nicht als Fortschritt bezeichnet werden. Ich will das an einem konkreten Beispiel mal illustrieren, was auch für mich ein Beispiel ist für diese Symbolpolitik. Anfang der Woche, welch Zufall, gibt es eine Pressekonferenz mit der Kanzlerin und dem Finanzminister. Und dann stellen sie vor, das neue Konzept der Entwicklungshilfe für Afrika. Und was ist des Pudels Kern? Man will weg von der öffentlichen Unterstützung, von der Unterstützung durch den Staat und sagt, es ist doch viel besser,
wenn das Private machen. Die haben mehr Geld, die haben das Know-how und die werden dann in Afrika schon dafür sorgen, dass das alles in die richtige Richtung geht. Jetzt habe ich zufällig am Donnerstagabend, kurz bevor ich auf dem Sofa eingeschlafen bin, nach dem letzten Krimi, kam dann Monitor. Und da haben sie so ein Beispiel gezeigt. Es gibt für Afrika, haben sie jetzt einen Fonds aufgelegt, der heißt ATIF, African Investigation Fonds oder so ähnlich. Und dieser Fonds wird mit Millionenbeträgen aus dem Bundeshaushalt unterstützt und es fließen auch private Gelder ein. Und dann haben sie in Monitor ein Projekt gezeigt in Sambia. Das haben sie gesagt, das Musterprojekt schlechthin. Da sind 10 Millionen öffentliche Gelder reingeflossen. Versprochen wurde im Vorspanntext großmächtig mehr Arbeitsplätze, bessere Löhne, Entwicklung der Struktur in der Landwirtschaft in Afrika. Und dann sind sie mal hingefahren an dieses Mustergut. Das ist mehrere tausend Hektar groß. Ist entstanden auf den Ländern oder auf den Grundstücken, die zum Teil den Kleinbauern gehört haben, umfasst gerodete Wälder. Das Ganze ist hochtechnisch, es arbeiten ungefähr 40 Leute auf diesem riesen Bauernhof, kann man da ja nicht sagen, auf dieser Agrarfabrik. Ja. Und was der größte Witz dabei ist, das wird vollautomatisch bewässert. Also ich habe sowas noch nicht gesehen, da rollen so Metallstege drüber, die sind mehrere hundert Meter lang und da regnet dann von oben das Wasser drauf. Und dann ist die Kamera in die Dörfer im Umkreis gegangen. Da waren dann die Afrikaner an ihren Brunnen, haben kaum noch Wasser hochgebracht, weil natürlich das Grundwasser unter dieser enormen Verschwendung von Wasser leidet. Und die haben dann auch erzählt, von wegen Arbeitsplätze kann man alles vergessen. Sie kriegen saisonal mal ab und zu Arbeit, aber nicht richtige, vernünftige Arbeitsverhältnisse, von denen man auf Dauer leben kann. Und jetzt, liebe Freunde, könnt ihr natürlich noch raten, was da angebaut wird auf diesen mehreren tausend Hektar. Soja! Sehr gut, ja, das funktioniert ja einwandfrei. Da wird Soja angebaut und dann ist es wohl klar, wohin diese Soja geht. Und das wird uns verkauft als Erfolg einer Entwicklungspolitik in Afrika. Da kann ich nur sagen, wenn das so weitergeht, dann sehe ich schwarz für unseren Planeten. Ich komme nochmal zurück auf den Anfangspunkt. Wir haben vor 2 Jahren hier gegen TTIP und CETA protestiert. Jetzt geht es um die G20, es geht um JEFTA. Die Themen sind breit gefächert. Es ist nicht immer einfach. Ihr alle wisst, das ist ein langer Weg, das ist ein schwieriger Weg. Politik ist das Bohren dicker Bretter mit schlechtem Handwerkszeug, hat mal der Max Weber gesagt. Das sehe ich auch so, aber wir dürfen nicht aufgeben. Wir müssen argumentieren, wir müssen überzeugen. Und wir müssen das tun, friedlich und im Dialog miteinander. Ich denke, dann werden sich langfristig unsere Argumente durchsetzen, auch wenn wir vielleicht rein ökonomisch gesehen auf der schwächeren Seite des Ganzen stehen. Aber ich bin immer noch der Meinung, wir können es schaffen, wenn wir uns organisieren, wenn wir friedlich und solidarisch arbeiten, dass wir für eine bessere, für eine ökologische Welt eintreten. In diesem Sinne danke ich euch, dass ihr mir zugehört habt. Vielen Dank, Frau Deiter. Ja. Als Nächste kommt jetzt Günter Bernd-Benisch von der ÖDP dran. Günter ist Pfarrer und Direktmandikandidat der ÖDP für den Wahlkreis Ansbach-Weißenburg-Gunzenhausen. Also Günter, erzähl mal. Hallo, herzliche Grüße aus Hamburg von der G20-Protestwelle. Ja, wir waren da. Wir waren dort am 2. Juli und wir hatten eine sehr schöne, bunte und friedliche Auftaktdemo zu einem ganzen Protestreigen von Demonstrationen, Aktionen und Diskussionsrunden mit ganz viel Kreativität, coolen Sprüchen und ermutigender Zivilcourage. Das war Hamburg. Und nicht das, was uns von den Medien zum Teil vorgemacht wird. Und angesichts dessen, was da auf dem G20-Gipfel der Großen geschieht und verhandelt wird, muss ich sagen, Sie haben das Geld und die Macht. Aber wir haben die Menschen und die Kreativität. Und Sie haben eine
unglaubliche Einfallslosigkeit und die immer gleichen Antworten auf die großen Probleme. Wir haben eine Vielzahl von kreativen Ideen und guten Lösungsvorschlägen. Und das hat auch seinen Grund. Sie repräsentieren die 20 größten und reichsten Industrienationen der Welt und sind beeinflusst und gehorchen der Gier und den Machtgelüsten der großen Konzerne und Finanzmagnaten. Wir stehen hier solidarisch mit den vielen einfachen Menschen in den vielen Ländern dieser Erde und vor allen Dingen und gerade auch den Entwicklungsländern rund um den Globus. Beides ist Globalisierung. Aber welch ein Unterschied in der Sicht der Dinge. Die einen von oben und die anderen wir von unten. Mir scheint, sie verstehen uns nicht und wir können sie in ihren Entscheidungen, die sie angeblich in unserem Sinn treffen, auch nicht mehr verstehen. Dabei haben sie doch nach den Protesten gegen TTIP und CETA zugesagt, sie haben verstanden. Und jetzt? Jetzt stehen in JEFTA, das ist das Japan-EU-Abkommen, in dem Freihandelsabkommen, wieder das Gleiche drin, was wir schon ursprünglich in TTIP und CETA hatten. Mit Mühe und Not und viel Einsatz hatten wir in die schlimmsten Grausamkeiten aus den Verträgen heraus protestiert. Sind ja immer noch genug drin. Aber jetzt stehen wieder die gleichen Dinge drin. Zum Beispiel all die Klauseln, die unsere gegenwärtigen Standards als absolute Obergrenze sehen und die nur nach unten hin verändert werden dürfen. Dafür sorgen die Klauseln. Eine regulatorische Kooperation, die bereits vor Beginn eines Gesetzgebungsprozesses in Zukunft überprüfen soll, ob es mit den Regeln eines Freihandelsabkommens konform geht. Und wenn das so ist, dass es nicht konform geht, dann wird eine Gesetzgebung für eine Schutzbestimmung wirksam verhindert. Das heißt, das wird überhaupt nicht erst als Gesetz eingebracht. Und schließlich haben wir wieder die ursprüngliche Form des Investitionsschutzes, nämlich ISDS, wo ein ausländisches Unternehmen einen ganzen Staat verklagen kann und sich sozusagen Staatseigenschaften aneignen darf. Drei Anwälte, die im Geheimen in Hotelhinterzimmern das ausfummeln können und die Staaten können sich nicht wehren, das kann niemand dagegen klagen. Und nicht genug, auch andere Gemeinheiten, die in dem internationalen Dienstleistungsabkommen TISA derzeit ebenfalls geheim verhandelt werden, die sind nämlich auch noch dabei. Zum Beispiel schon wieder die Liberalisierung und Privatisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Unter anderem auch mal wieder das Trinkwasser. Aber auch öffentlicher Transport, ÖPNV, insbesondere öffentliche Ausschreibungen. Und darin dann wieder die gegenseitige Anerkennung von Standards. Und das bedeutet Folgendes, dass zum Beispiel ein deutscher Meister einem japanischen Handwerker ohne vergleichbare Ausbildung gleichgestellt wird. Und dann haben wir die Konferenz da. Wenn ihr jetzt Erdbeeren wäre für Solid und ihr wollt keine zwei Linken hintereinander, dann lasst halt erst den Artisch aus. Nein, ich wollte jetzt... Und natürlich auch noch zu sagen, dass Japan ja nur eine Teil der Namen und schließlich ist die völlige Deregulierung der Finanzmärkte vorgesehen. Und zwar komplett, und zwar ohne, dass irgendein Staat irgendwas dagegen tun kann. Und mit der EU, natürlich erst recht der Bundesregierung, die Regulierungsmöglichkeiten in der Zukunft genommen würden. Es ist also im Endeffekt eher noch schlimmer, was da auf dem G20-Gipfel ja fast besiegelt worden ist. Sie haben verstanden? Was denn? Wie sie uns noch mehr und noch frecher ignorieren und in das Licht führen können. Das Einzige, was ich da verstehen kann, ist, damit haben all diese Kräfte, die sich weiterhin auf die Seite neoliberaler Wirtschaftspolitik und das heißt des Lobbyismus stellen, gezeigt, was sie vom Gemeinwohl, vom Schutz der Bürger, des Landes, der eigenen Wirtschaft, und da gehören vor allem die kleinen und mittelständischen Unternehmen, aber eben auch ganz besonders die Landwirtschaft dazu, was sie davon halten. Das haben sie uns gezeigt und nichts anderes. Auch in Japan haben die Menschen Angst vor diesem Freihandelsabkommen. Auch ihre Landwirtschaft ist nämlich in Gefahr und die hohen Einfuhrzölle auf Nahrungsmittel nach Japan haben ihren Grund, nämlich den Schutz der einheimischen Landwirtschaft. Und das wird genauso geschleift, wie das auf unserer Seite geschleift wird. Das ist eine Win-Win-Situation, aber leider nur für die großen Konzerne. Alle anderen sind Verlierer.
Es gibt noch eine Kehrseite bei uns, die sage ich jetzt relativ leise, weil ich sie ohnehin ausspreche. Vielleicht muss ich trotzdem gesagt werden. Ich zieh dich vor. Wer garantiert uns, dass wir nicht verschwarte Nahrungsmittel importiert bekommen, in der Zukunft? Wer kontrolliert das? Wir fordern, stoppen Sie nicht nur JEFTA, sondern alle derartigen sogenannten Freihandelsverträge. Sie dienen nicht dem Freihandel, sondern sie sind protektionistische Knebelungsverträge, also genau das, was sie uns vorwerfen, genau das tun sie. Knebelungsverträge, die nur den jeweiligen Großkonzernen der verhandelnden Länder dienen und ihnen sämtliche Freiheiten einräumen. Aber die übrigen Länder schließen sie aus und die Bevölkerung selbst innerhalb der beteiligten Länder, da gehören wir, die wir hier stehen, genauso dazu, und ihre Regierungen werden übergangen, die Demokratie ausgehöhlt und Sozialsysteme geschleift. Wir fordern ein alternatives Verhandlungsmandat mit möglichst weltweiter Geltung, das niemanden ausschließt, sondern insbesondere auch die Entwicklungs- und Schwellenländer und ihre Situation und ihre Bedürfnisse einschließt und berücksichtigt. Wir fordern das Recht jeden Landes, bestimmte existenzielle und schwächere Bereiche auszunehmen, und da gehört insbesondere die Landwirtschaft und auch die öffentliche Daseinsvorsorge dazu. Diese sind vor dem Zugriff von außen zu schützen. Da gehört dann auch die Ernährungssouveränität, dass ein Land sich selbst versorgen kann. Das gehört dazu und das muss gewährleistet sein und das muss jedes Land selber gewährleisten können. Das heißt, es muss sich schützen dürfen. Die weltweiten Transporte sind nicht zu erweitern, sondern auf ein vernünftiges Maß zu reduzieren, zur Schonung der Umwelt und Reduzierung der Treibhausgase. Ein alternatives Verhandlungsmandat muss zwingend Maßnahmen enthalten, die auf die Bewahrung der Schöpfung, Erhaltung der Umwelt und das heißt insbesondere Begrenzung des weltweiten Temperaturanstiegs durch den Klimawandel auf 1,5 Grad abzielen. Und diese Maßnahmen, die müssen dann auch einklagbar sein und nicht nur lose Formulierungen, die nichts bedeuten. Es muss mit konkreten Folgen versehen sein. Und von der Klimakatastrophe besonders betroffenen Staaten muss eine konkrete Hilfe zugesichert werden. Das muss vertraglich verankert sein, dass wir denen auch helfen, denen wir geschadet haben. Grundsätzlich muss gelten, Vorsorgeprinzip statt Nachsorgeprinzip. Für alle Zulassungen, für Standards und Produkte und im Zweifel dürfen dann eben bestimmte Produkte nicht auf den Markt, wenn die Unbedenklichkeit eben nicht nachweisbar ist. Produkt, Umwelt, Sozial, Schutz, Arbeits und so weiter Standards müssen ausgehend von der derzeitigen Situation in den jeweiligen Ländern Mindeststandards sein. Das heißt, sie sind die Untergrenze und nicht wie in den derzeitigen Handelsabkommen die Obergrenze. Das Ziel muss sein, Verbesserung statt Verwässerung. Weiterhin muss gelten, ein ausschließlicher Positivlistenansatz. Und das heißt, jeder Staat muss selber klären, was er in die Verhandlungen einbringt und zwar auch in welchem Umfang. Und er muss die Möglichkeit dauerhaft und ohne Fußfesseln besitzen, die Dinge wieder zu verändern und muss eine staatliche Souveränität und gesetzgeberische Handlungsfähigkeit erhalten. Das bedeutet dann auch keine regulatorischen Kooperationen und kein Investitionsschutz, zumindest nicht in dem Sinn, wie das heute vorgesehen ist, sondern wenn, dann Schutz der Menschen statt Schutz der Investitionen. Es ist Wahlzeit. Also zeigen wir Ihnen jetzt deutlich, was wir davon halten und was wir wirklich wollen. Stimmen wir ab mit unserem Protest? Das heißt auch mit den Füßen, aber in die richtige Richtung. Nämlich nicht, indem wir weggehen und zu Hause bleiben, sondern indem wir gehen in die Öffentlichkeit und das weitersagen, laut und deutlich. Vor ihre Büros und Institutionen ziehen und ihnen unseren Willen unmissverständlich klar machen. Und indem wir zur Wahl gehen, wenn sie nicht umkehren von diesem Weg, indem wir zur Wahl gehen, und ihnen das zeigen, und wenn sie nicht umkehren von diesem Weg, dann müssen wir mit unserem Stimmzettel ihnen einen gehörigen Denkzettel verpassen für eine andere Politik. Planet Earth First oder
Menschen und Umwelt vor Profit. Oder für die Älteren unter uns, Sie kennen es vielleicht noch, oder ihr kennt es noch, Wilhelm Vogt aus der Hauptmann von Köpenick. Zuerst kommt die Wanze und dann die Wanzenordnung. Zuerst kommt der Mensch und dann die Menschenordnung. Das ist so aktuell wie lange nicht mehr. Aber das zeigt uns auch, wo wir inzwischen hingeraten sind. Wir haben es mit den Konzernen und von ihnen abhängigen Regierungen wieder wie damals mit den kleinen und großen Kaisern und Königen zu tun, die das Volk aussaugen und sich dafür verehren lassen, mit großen Auftritten und Pomp und natürlich mit viel notwendigem Staatsschutz. Alles das kostet viele Millionen, mit denen wir weitaus bessere Dinge hätten anstellen können als einen solchen Selbstbeweihräucherungsgipfel. Ja, das ist der Gipfel, nämlich der Gipfel der Verachtung des Volkswillens, der Völker und ihrer Rechte. Ich danke Ihnen. Gut gesprochen. So, wir haben jetzt eine kleine Änderung der Reihenfolge. Wir haben uns entschlossen, den Artus Göpinar vorzuziehen. Der ist Landessprecher von den Linken und kommt extra aus München. Und damit er sozusagen seine Heimreise wieder auf die Bühne kriegt, sozusagen, möchte ich den Artus jetzt ans Mikrofon bitten. Dankeschön. Liebe Ansbacher, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Natürlich nehme ich die Reise sehr gerne auf mich nach Ansbach. Ich möchte vorweg schöne Grüße ausrichten von meinem Ansbacher, der heute nicht da ist, Harald Weinberg, Bundestagsabgeordneter. Ich kann ihn zumindest nicht in der Größe vertreten, aber ich versuche es zumindest in der Redegröße einigermaßen zu vertreten, liebe Ansbacherinnen, liebe Ansbacher. Ganz kurz vorweg bin ich doppelt dankbar, warum ihr in Ansbach heute auch eine Demo macht, obwohl natürlich in Hamburg so viel stattfindet. Aus zwei Gründen. Zum einen ganz persönlich, weil ich die Möglichkeit habe, hierher zu kommen und nicht die Möglichkeit gehabt hätte, nach Hamburg zu kommen. Deswegen aus ganz egoistischen Gründen vielen Dank. Zum Zweiten was ganz anderes und mir sehr Wichtiges. In Hamburg finden gerade riesige Demonstrationen statt von zigtausenden von Menschen. Die letzten Wochen haben sie schon stattgefunden. Und wir lesen heute, wer heute schon die wunderbaren Bild-Zeitungsautomaten gelesen hat, lesen heute wieder nur eine Nachricht. Ich finde das falsch. Das Problem ist, dass nur wir, die hier vor Ort auch demonstrieren, die richtige Nachricht weitersenden können, weil das der Springer Verlag nicht tun wird. Er wird es nicht wollen, warum wir G20 scheiße finden, sowohl die Demonstrierenden in Hamburg, wie auch die Menschen hier. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr heute hier mit demonstriert. Nun wird ja von den G20 Freundinnen und Freunden immer gesagt, dass miteinander reden doch ganz sinnig ist. Und das stimmt. Miteinander reden ist wirklich sinnvoll. Und ich glaube, die Linken sind die Letzten, die im Internationalismus, also miteinander reden über Nationen hinweg und miteinander streiten über Nationen hinweg, ablehnen würden. Aber ich denke, es sind die Falschen, die dort miteinander reden. Es sind nicht legitimierte Menschen, die dort reden. Es gibt genug Gründe, worüber man diskutieren könnte oder genug Themen, worüber man reden könnte. Ich rede von Armut und Reichtum. 2014 waren es noch 80 der reichsten Menschen, die genauso viel hatten wie die Hälfte, wie die andere Hälfte der Weltbevölkerung. 2015 waren es 62, die genauso viel hatten wie der ärmere Teil der Weltbevölkerung. Und letztes Jahr war es laut Oxfam nur noch 8. Und das ist krass. Und das Spannende ist natürlich, dass Oxfam sofort kritisiert wurde. Man weiß ja gar nicht, wie viel die Hälfte der Weltbevölkerung hat. Und man weiß auch nicht ganz genau, die Reichen, die wollen es dann verstecken, wie viel die haben. Es ist mir völlig egal, ob es 8 oder 9 sind. Es sind zu wenige. Die Armut und der Reichtum, der muss ausgeglichen sein. Es sind noch weitere Gründe. Es geht um Krieg. Das Elend der Welt klopft an. Aber der Krieg geht von uns aus und er produziert alles. Vor allem Armut. Und es ist die Ökologie, die meine Vorrednerin, die Vorredner schon angesprochen haben. Es ist die Ökologie, wenn wir keine Welt schaffen, in der jeder und zwar überall gut leben kann, dann wird sie untergehen, das produziert Armut. Aber diese G20, mit denen wird es halt nicht funktionieren. Ich nenne drei Gründe, warum es nicht funktionieren kann. Die werden keine Lösung für uns finden. Zum einen finde ich schon spannend, wie die Gründung stattgefunden hat. Ich habe nochmal nachgeschaut. Das waren nicht irgendwelche Leute, die G20 machen wollten. Das waren die G7, also noch mal ein paar weniger, Finanzminister, die gesagt haben, wir machen einen G20-Gipfel. Zwar 99, seitdem findet der statt. Ich glaube, da ist der Anfang schon irgendwie falsch gelaufen, wenn die Finanzminister der reichsten 7 sagen, wir wollen doch mal zu 20 diskutieren. Zum Zweiten
schauen wir mal auf die eigenen Länder. Es ist die Armut in den eigenen Ländern, die vielleicht aussagen könnte, warum das nicht diejenigen sind, die die Armut in der Welt bekämpfen können. Denn auch hier in Deutschland, auch in den USA und in anderen Ländern existiert Armut und sie wird immer größer. Sowohl international wie national wächst die Armut und es wächst auch der Reichtum und beides ist ein Problem. Und das beste Beispiel ist eben eine Merkel, die einen Niedriglohnsektor geschaffen hat, der in Europa seinesgleichen sucht. Und der genau das Gleiche macht, wie es weltweit passiert. Der Niedriglohnsektor in Deutschland schafft die Armut in Europa. Weil wir Exportweltmeister sind, können die anderen Menschen in anderen Ländern gar nicht mehr mithalten. Das heißt, einige von uns werden auch hier in Deutschland superreich, die Deutschen bleiben zum Großteil arm und Europa blutet aus. So ist die Realität, liebe Freundinnen und Freunde. Und der letzte Punkt ist natürlich, dort reden die reichsten Länder der Welt miteinander. Ich glaube nicht, dass in einem kapitalistischen System, und es tut mir leid, ich rede dann von Kapitalismus, so links bin ich nun mal, dass die es schaffen werden, die so profitorientiert sind, dass sie es schaffen werden, von der Reichtumakkumulation abzusehen. Die werden natürlich weiter Reichtum für ihre eigenen Länder produzieren und natürlich nicht den armen Ländern helfen und großmutig so tun, wir 20 helfen den anderen 174, wenn ich mich nicht getäuscht habe, 175, wenn man die EU davon abzieht. Das würde einfach nicht passieren. Es ist in sich unlogisch, diesen Menschen zu vertrauen. Also in Hamburg sitzen nicht diejenigen, die es lösen werden, sondern es sitzen diejenigen dort, die die Probleme schaffen. Und wir können das nur ändern. Ich nenne ganz kurz vier Punkte, wo ich sagen würde, da könnte man doch mal ansetzen. Und da sind kleinere wie größere Punkte dabei. Zum einen geht es um die Regionalisierung der Wirtschaftskreisläufe. Es wird nicht passieren, dass wir hier, wir brauchen kein Fleisch aus anderen Ländern, wir brauchen keine Nahrungsmittel in anderen Ländern produzieren. Das kriegen wir zum Großteil hier hin. Das Spannende ist aber, das kriegen die Menschen in Afrika eigentlich auch zum Großteil hin. Wenn wir aber unsere Sachen dorthin exportieren, können die Menschen dort nicht mithalten. Sie werden verlieren, sie werden selbst unfähig werden, es zu produzieren. Und das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, wir können doch mal anfangen, nicht nur die Rohstoffe von denen zu klauen, wir können doch mal anfangen, den Leuten die zu befähigen, selbst aus den Rohstoffen was Eigenes zu produzieren. Dann geht es halt darum, den Menschen Ausbildung zu gewährleisten, Ausbildung zu schaffen. Und da bin ich jetzt so ein bisschen, auch selbst glaube ich für die Linken, ein bisschen radikal. Wir haben ja das gesehen, wie es Elend anklopft. Und wir haben gesehen, wie es Elend hier ist. Die meisten Menschen, leider die eben CSU wählen, haben ja schon ein Problem, dass diese Menschen, die jetzt hier sind, eine Ausbildung bekommen. Und ich denke immer, wenn wir wirklich von Selbstermächtigung sprechen, dann lass sie uns doch zwei Ausbildungen zahlen. Eine Ausbildung, die sie hier haben wollen, wo sie hier bleiben können, wenn sie wollen, auch dann übrigens aus ökonomischen Gründen, alles Blödsinn. Die schaffen unseren Reichtum damit. Die zweite Ausbildung könnte eine Ausbildung sein, wenn die Menschen zurück wollen, nur wenn sie wollen. Wenn sie zurück wollen, dann kriegen sie eine Ausbildung, die dort helfen könnte, wenn es dort irgendwann wieder besser laufen sollte. Das wäre eine Möglichkeit der Selbstermächtigung, die Menschen zu befähigen, um einander aufzubauen. Und natürlich haben wir die internationalen Konzerne. Und die sagen immer, sie können nicht kontrollieren, was, wo, wie in ihren Partnergesellschaften, Partnerfirmen in Kambodscha und so weiter, wie dort gearbeitet wird. Natürlich ist das möglich. Am besten schaffen das übrigens Betriebsräte. Die kontrollieren nämlich, wie es um ihre eigenen Interessen vor Ort bestellt ist. Und wenn wir sie dazu zwingen, dass sie Betriebsräte einstellen bei Strafe, dann werden auch die internationalen Konzerne sich irgendwann dran halten müssen. Auch solche Ideen gibt es, auch solche Ideen werden bei G20, ihr könnt mich korrigieren, ich war jetzt nicht persönlich dabei, nicht besprochen. Ich glaube, wir haben 7 Minuten aufgemacht, deswegen komme ich zum Schluss. Der wichtigste Punkt ist mir, ja, bitte geht am 24. September wählen und ich mache auch gleich Werbung wählen, darum geht es mir gerade aber nicht. Mir geht es darum, dass wir uns selbst ermächtigen. Denn diese G20 zeugen doch von allem einer meiner Lieblingslieder, ich gebe es ja zu, es rettet uns eben kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser noch Tribun, um uns aus dem Elend zu erlösen. Das können wir nur selber tun. Und das heißt,
dass nicht wir denen die Aufgabe überlassen. Ich habe gerade erklärt, warum es nie funktionieren kann. Wir müssen uns ermächtigen, deswegen bin ich euch dankbar, dass ihr heute hier seid. Und ich bitte euch, geht in den nächsten Monaten raus und sagt, was wir verändern müssen. Redet mit euren Menschen, die in eurer Umgebung sind. Erst dann können wir es verändern. Mit den Menschen vor Ort und international werden wir es verändern. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die deutlichen Worte. Und das möchte ich wirklich sagen, dass der Herbert Röhr von den Grünen ans Mikrofon bitten. Liebe Freundinnen und Freunde, Gut. Damit man mich auch hört, weil wir haben noch genügend Reden gehört heute. Erstmal danke, dass ihr hier seid. Wir haben heute schon viel gehört. Ich werde mich versuchen, wirklich kurz zu fassen. Und thematisch gehe ich jetzt auch ein bisschen anders an. Und zwar, nachdem wir schon viel über Umweltschutz, fairen Handel, Landgrabbing, verpasste Chancen, anstehende Herausforderungen gehört haben, möchte ich jetzt eure Aufmerksamkeit auf ein weiteres Thema lenken, das, glaube ich, zentral ist, nämlich das Thema der Aufrüstung des Waffenhandels und des Kriegs und der damit zusammenhängenden Probleme weltweit. Denn auf dem G20-Gipfel versammeln sich eben nicht nur die Staaten, die 90% der Wirtschaftsleistung monopolisieren. Es treffen sich nicht nur die Staaten, die 80% des Welthandels dominieren. Es treffen sich nicht nur die Verantwortlichen aus den Staaten, die im Endeffekt 90% der Kohle verbrauchen, die das meiste an Erdöl und Erdgas weltweit verschwenden. Es treffen sich auch die Staaten, die 80% der weltweiten Militärausgaben und 93% aller Waffenexporte zu verantworten haben. Und da müssen wir auch mit ansetzen. Es versammeln sich die Staaten, die 99% aller Atomwaffen weltweit besitzen. Und damit kommen auf dem G20-Gipfel die Hauptverantwortlichen für eine Politik zusammen, die im Endeffekt für Fluchtursache und Krieg dezidiert mitverantwortlich sind. Und hier müssen wir ansetzen. Und es ist ein Skandal, es ist ein regelrechter Skandal, dass das Thema Krieg und Waffenexporte im Endeffekt auf dem G20-Gipfel ausgespart werden. Das kann so nicht sein. Dabei wäre die Diskussion angesichts explodierender Militärausgaben, immer neuer Rekorde bei den internationalen Militärausgaben und im Waffenhandel dringend geboten. Und dazu haben wir noch eine Renaissance der Atomwaffen, die wir eigentlich gedacht haben, vergessen zu können. Allein die G20-Staaten, nur die G20-Staaten, haben letztes Jahr Militärausgaben in Höhe von 1,4 Billionen US-Dollar getätigt. 1.400 Milliarden US-Dollar nur für Militärausgaben. Und sie haben für mehr als 110 Milliarden US-Dollar Waffen in Krisengebiete, meist in Krisengebiete exportiert. Saudi-Arabien, ein G20-Staat, wäre ohne diese Lieferungen nicht in der Lage, seinen brutalen Krieg gegen die Bevölkerung im Jemen zu führen. Das sind Themen, die leider auf dem G20-Gipfel nicht thematisiert werden, nicht angesprochen werden. Und nur zur Erinnerung, Deutschland rangiert nach den USA und nach Russland zusammen mit Frankreich, zusammen mit China auf dem 5. Platz der größten Waffenhändler weltweit. Also wir gehören zu der großen Liga, die im Endeffekt hier verdient. Wir und unsere G20-Partner, also wir als Deutschland, füttern also die 2016 weltweit gezählten 188 gewaltsamen Konflikte, die global stattfinden. Kriege, die wir nicht einmal mehr kennen, weil so viele unterwegs sind. Wir füttern diese Konflikte mit Kriegsgerät und tragen damit massiv zu Zerstörung, Not und Flucht bei. Die Rolle, welche die G20 hier spielen, will man allerdings in Hamburg erst gar nicht ansprechen.
Diese Haltung ist zynisch und sie ist definitiv verlogen. Noch dazu, wenn man erkennt, dass den 1.400 Milliarden Militärausgaben der G20-Staaten 2016, und auch die Zahl mit den 1.400 Milliarden trifft 2016, ein einziges Jahr, dass diesen ca. 140 Milliarden an Entwicklungshilfe nur gegenüberstehen. Entwicklungshilfe, wie Paul Beitzer schon gesagt hat, die zunehmend auch noch in die falsche Richtung gelenkt wird. Die Militärausgaben gewinnen also bei den G20 den direkten Vergleich mit 10:1. Hier läuft definitiv etwas falsch. Die Folgen einer solchen Politik ist fatal. Die sind definitiv fatal. Die Welt gerät durch Krisen und Kriege immer mehr aus den Fugen. Die Bearbeitung der ohnehin riesigen Aufgaben in dem Bereich der gerechten Ressourcenverteilung, Hunger und Unterversorgung, Klimawandel und den damit zusammenhängenden Fluchtwellen, diese wird immer schwieriger, wenn nicht sogar zunehmend unmöglich, wenn diese Art der Politik weitergeführt wird. Ganz ehrlich, wir brauchen, und ich mag den Begriff nicht, deswegen benutze ich ihn auch hier, wir brauchen keinen Marshallplan. Weder für Afrika noch für andere Bereiche weltweit. Was wir bräuchten, wäre einen Gandhi-Plan für die Entwicklungsländer. Einen Plan, der Frieden und Stabilität als Voraussetzung für echte positive Entwicklung schafft. Es ist an der Zeit, das Denken in militärischen Kategorien zu überwinden und stattdessen sicherheits- und friedenspolitisch zu handeln, so wie dies die Charta der Vereinten Nationen ganz klar und dezidiert vorsieht. Genau hier, und das ist meine große Kritik in diesem Punkt, genau hier versagen die G20-Staaten allerdings auf der ganzen Linie. Die Aufrüstungsrunden der letzten Jahre erinnern vielmehr fatal an das Wettrüsten im Ost-West-Konflikt. Die Betonung der Hard Powers in der amerikanischen, chinesischen und russischen Militärpolitik setzt aktuell eine Eskalationsspirale in Gang, die wir eigentlich nur aus dem Kalten Krieg kennen. Längst überholt geglaubte Waffensysteme werden dabei aus der Mottenkiste der militärischen Horrorkabinette geholt. So haben die Atomwaffenstaaten riesige Investitionen in die Modernisierung ihrer Arsenale angekündigt. Die USA allein planen die Ausgabe von 400 Milliarden US-Dollar in den nächsten 9 Jahren nur zur Modernisierung ihrer Atomwaffen. Diese Politik kann so nicht weitergehen. Nie mehr seit 1989, und jetzt bin ich natürlich Historiker, da muss immer irgendwann eine Jahreszahl fallen, nie mehr seit 1989 stand die Welt wieder so nahe an der Klippe eines möglichen Atomkrieges. Im Nahen Osten, im pakistanisch-indischen Konflikt und im Streit um die koreanische Halbinsel müssen wir den Worst Case zumindest zunehmend wieder in Betracht ziehen. Das ist eine Horrorvorstellung, die wir glaubten, längst überwunden zu haben. Das Versprechen einer atomwaffenfreien Welt ist so fern wie schon lange nicht mehr. Und erinnert euch daran, das ist ein Versprechen, das uns mal ein amerikanischer Präsident gegeben hat. Okay, in Prag lange her vielleicht. Hier müssen die Zivilgesellschaften, besonders in den G20-Staaten, wieder viel, viel, viel mehr Druck ausüben. Wir brauchen eigentlich neben den ganzen Protesten um den freien und friedlichen Handel, um den gerechten Handel, auch wieder eine Friedensbewegung, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzt. Die Zivilgesellschaft muss hier den Druck ausüben, denn, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, denn die Voraussetzung für eine gerechte Welt kann und muss eine friedliche Welt sein. Ich danke euch fürs Zuhören. Vielen Dank, Dr. Herbert Sirois. Jetzt kommt als nächstes, wir haben jetzt die Änderung gehabt, Heidi Schilling, wir wussten noch nicht ganz genau, Heidi oder Jürgen. Beide sind von der ABL und von Bioland, die seit Jahrzehnten in der Region zeigen, dass Landwirtschaft auch anders geht. Heidi, bitte. Guten Morgen euch allen.
Guten Morgen, weil es ist höchste Zeit aufzuwachen. Guten Morgen und hallo und viele Grüße an alle Bäuerinnen und Bauern hier und überall in Deutschland. Weltweit finden Veranstaltungen statt, um gegen den G20-Gipfel ein anderes Zeichen zu setzen, wie es weitergehen kann. Euch allen herzlichen Dank. Warum kriegen wir Bauern immer einen Platz auf dem Podium zum Sprechen, sogar in Wahlzeiten und sogar wenn die Rednerlisten sehr lang sind? Aus zwei Gründen. Erstens, wir sind überall auf der Welt existenziell betroffen von den Machenschaften der Regierungen und des Kapitals, die jetzt wieder auf dem G20-Gipfel weitergemacht werden. Der Strukturwandel und der Wachstumsdruck werden auf unserem Rücken ausgetragen, unsere Produkte werden verramscht, unser Land zum Spekulationsobjekt und nach uns kommt in der Handelskette niemand mehr, an dem wir dieses weitergeben könnten, den letzten beißen die Hunde. Der zweite Grund ist, auf uns kommt es an, wir sind der Schlüssel, wir haben es in der Hand, ob wir das Klima, ob wir unseren Planeten nochmal auf die Reihe kriegen. Entscheidend ist, ob wir das Potenzial fruchtbarer Ackerböden nutzen oder weiterhin zuschauen, wie die Böden kaputt gehen durch Erosion, durch Raubbau, durch immer größere und billigere Produktion. Denn das ist doch der Wahnsinn, was Regierungen, Finanzkonzerne und Global Player nicht nur zulassen, sondern gezielt vorantreiben. Wir schippern Soja aus Südamerika nach Europa, Milch aus Europa nach Japan jetzt, Fleisch aus Kanada nach Europa und Fleisch und Milch von Europa wieder nach Kanada. Wir schippern Fleisch und Milch nach Afrika und wenn dort die Märkte kaputt sind und das Fleisch auch, weil es zu lange in der Sonne gelegen hat, dann schicken wir noch Getreide hinterher und Reis, den wir billig in Indien eingekauft haben, um uns als Retter in großer Hungersnot aufzuspielen. Das ist doch Wahnsinn! Wir sehen das schon hier in Deutschland, wir sehen es in Bayern, in Franken, wir sehen es in jedem einzelnen Dorf, was dieser Wachstumsdruck mit unseren Höfen, mit den Menschen, mit den Bauern, mit der Gesundheit, mit dem Leben in dem Dorf anrichtet. Und wie viel mehr passiert da erst weltweit? Was wird angerichtet durch diese Ungerechtigkeit, die von oben her so gesteuert wird? Die Spanne zwischen Arm und Reich, wir haben das heute mehrmals gehört, wird immer größer. Die Chance, das Klima noch in den Griff zu kriegen, wird von Tag zu Tag kleiner. Uns wird weiß gemacht, nur eine Hightech-Landwirtschaft könnte die Ernährung sichern. Aber wer sagt das denn? Monsanto, Bayer und Co. Und das ist ja das Grundübel, dass Konzerne und Kapital das Sagen haben. Und deren Ziel ist eben nur Profit. Mir liegt noch was auf dem Magen, das möchte ich erklären. Wenn wir ABL, Bäuerinnen und Bauern weltweit, für eine gerechte Verteilung aller Güter einsetzen, dann werden wir gerne als Gutmenschen beschimpft. Und das ärgert mich ungemein. Schaut euch doch um. Die Welt gerät aus den Fugen, an allen Ecken und Enden brennt es, weil sich Menschen diese ungleiche Verteilung nicht mehr länger gefallen lassen. Wenn jetzt ein Entwicklungshilfeminister Gerd Müller und eine Frau Merkel Afrika-Entwicklungspartnerschaften als Lösung anbieten, wo die Regierungen erstmal kleine Demokratiehausaufgaben bekommen, die sowieso nicht funktionieren, weil Demokratie eine Kraft von unten, vom Volk braucht. Und dafür, für diese Hausaufgaben, bekommen sie dann Investoren zugeteilt, die Wohlstand bringen sollen oder eine kleine Ahnung davon, dann fallen wir doch wieder in die alten Denkmuster zurück, dass florierende Wirtschaft schon genug Brosamen abwerfen wird, dass die Armen ein bisschen mehr zu essen bekommen. Und das ist dann wieder ein Zustand von oben, von unten, von Abhängigkeit und von Annehmen. Das ist Kolonialismus. Und hier finden wir die wahren Gutmenschen im schlechtesten Sinne. Ja.
fordert, ist ein Ende der Politik von Wachsen oder Weichen. Wir fordern, Boden und Land muss denen zur Verfügung stehen, die es vernünftig bewirtschaften. Und hier sage ich als Maß für vernünftige Bewirtschaftung, es muss zum Klimaschutz beitragen. Das ist für mich vernünftige Bodenbewirtschaftung. Und die Tierhaltung muss an diese Fläche angebunden sein. Wir sagen dazu gerne, der Mist der Tiere muss dorthin, wo das Futter gewachsen ist. Da haben wir vorhin das Beispiel von Soja aus Südamerika gehabt. Wenn wir das konsequent umsetzen würden, dann hätten wir diese Schiene sehr schnell trockengelegt. Wir fordern weltweit für alle Staaten Ernährungssouveränität statt globalen Nahrungsmitteltourismus. Wir fordern gerechte, ehrliche Preise, Marktzugang für Bauern hier und auf der ganzen Welt. Und wir fordern, dass die Preise ehrlich sein müssen, dass das, was an Folgekosten der Gesellschaft im Moment noch aufgebürdet wird, das muss in den Preisen der Waren drin sein und nicht uns allen hinterher aufgebürdet. Ein kleines bisschen Konsumveränderung hier und da wird da wohl nicht ganz ausreichen. Obwohl, man kann nicht oft genug an einem Framstag dem Filialleiter des Supermarktes erklären, dass sein Billigfleisch nichts anderes als Ramsch sein kann. Das ist auch gut und wichtig, dass wir das machen. Aber wirklich Erfolg werden wir nur haben mit einem Systemwechsel. Politik muss den Menschen vor den Profit stellen. Das Geld darf nicht länger zum Geldverdienen dienen. Wirtschaften muss wieder dem Gemeinwohl dienen. Und wir brauchen einfach einen kompletten Wechsel und wir haben am 24. September wieder einmal die Chance dazu, das auch in Angriff zu nehmen. Mein momentanes Lieblingsmotto ist ein Spruch aus dem vielgerühmten Internet. Was kann einer allein schon dagegen ausrichten? Fragte die halbe Menschheit. Schließen wir uns zusammen und packen es an. Dankeschön. Und dann Danny, der als Jugendlicher oder als direkt Betroffener von der Zukunft Betroffenen, der möchte auch einige Worte sagen. Danny, komm mal auf die Bühne und erzähl mal, was Sache ist. So, als erstes einmal guten Tag, liebe Verteilerpräsidenten. Ja. Guten Tag, liebe Besucher. Guten Tag, liebe Verteilerpräsidenten. Und jetzt erstmal zu den wichtigen Dingen. We need to build a wall. Ein Satz aus dem Wahlkampf des amerikanischen Präsidenten Donald Trump, der bei dem eine Frage sich relativ häufig gestellt wurde, wahrscheinlich auch unter den hier Anwesenden. Was soll denn aus unserer Welt nur werden? Doch diese Frage kann man sich mittlerweile auch anders stellen. Nämlich, was ist denn schon aus unserer Welt geworden? Parteien, die hier arbeiten, die ohne es glaubhaft leugnen zu können oder auch zu wollen, am rechten Rand fischen. Wir haben Handelsabkommen, die hinter verschlossenen Türen abgehalten werden. Vermutlich, damit die Wählerinnen und Wähler nicht erfahren, dass die Richtlinien wichtige Säulen und Statthalter eines sehr guten Lebens, das wir hier führen, genauso verschachert werden wie die Werte, die sie vertreten und vermitteln sollen. Der G20-Gipfel in Hamburg, der die Förderung und Hilfe für Afrika besprechen will. Ein Kontinent, den die europäische Wirtschaft schon vorher durch bestehende Freihandelsabkommen mit Afrika, genannt EPA, schon so durch Androhung von Strafzöllen und Erpressung, der durch Erpressung zur Unterzeichnung gezwungen wurde.
und die wurde dadurch erst in diese katastrophale Lage gebracht. Die Unternehmen Europas oder vielmehr das Kapital Europas hat Afrika an sich ruiniert und jetzt will es sich an dessen Wiederaufbau beteiligen. Dazu, man möge es mir jetzt verzeihen, aber ich muss zumindest mal meine Notizen gucken. Ich habe sie mir wenigstens aufgeschrieben im Vergleich zu manchen anderen Abgeordneten. Es gab am 1. April 2014 Einfuhrzölle, die auf mehrere Produkte aus Afrika verhängt wurden. Einfuhrzölle, die einen so massiven Einschlag in den Haushalt von anderen afrikanischen Ländern, wie zum Beispiel Kenia, hatten, dass mehrere Arbeitsplätze verloren gegangen sind und in dem Haushalt ein massives Loch gerissen haben. Man kann es sich auch anders vor Augen führen. Nigeria vereint 78% der Wirtschaftsleistung des Afrikas unter sich und hat 180 Millionen Einwohner. Aber 56% der 15- bis 34-Jährigen sind arbeitslos. Dieser Kontinent soll nun auf Augenhöhe mit uns über ein Freihandelsabkommen verhandeln. Ich finde persönlich, das ist nichts weiter als Erpressung. Einfuhrzölle verhängen, wie man lustig ist, und dann einfach sagen, ihr wolltet es so. Die Politik, die sich hier abspielt, geht nicht mehr von seinen Wählern aus, sondern von Lobbys, Großkonzernen und dem scheinbar allmächtigen Finanz- und Bankensektor. Die Säulen der Demokratie wanken, meine Damen und Herren. Und die Firmenbosse und Banker mit Millionenboni beeinflussen den Fall schon seit langem zu ihren Gunsten. Wir brauchen keinen Präsident Trump, damit uns auffällt, dass hier etwas nicht stimmt. Dennoch war es für viele ein nötiger Weckruf. Wir brauchen keine rechten Parteien, deren angeblich christlich-soziale Werte auf nichts anderes basieren als Ausgrenzung und Xenophobie. Wir brauchen keinen G20-Gipfel, um zu sehen, dass etwas hier nicht stimmt. Aber es wäre gut zu wissen, wer dafür verantwortlich ist und bei wem man sich bedanken sollte. Wir haben unsere Waffen eigentlich schon in der Hand, nämlich das Grundgesetz. Ich zitiere auch von Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Des Menschen. Weder die des Deutschen, wie es die AfD gerne hätte, des Türkischen, des Russischen oder des Syrischen. Nein, aller Menschen. Wenn wir also im September zur Bundestagswahl gehen, und ich kann es nur noch mal eindringlich wiederholen, was meine Vorredner schon gesagt haben, geht wählen. Denn wir haben eine Stimme und wir sollten sie auch nutzen. Aber wir sollten bedenken, dass wir eine Entscheidung nicht nur für uns treffen, sondern für die Zukunft von Europa und vielleicht sogar der ganzen Welt. Wir wählen für die Menschen, die hier leben, als auch für die Menschen, die von dieser Politik profitieren oder wie in Afrika darunter leiden müssen. Wir brauchen keinen G20-Gipfel, um zu sehen, dass etwas mit dieser Welt nicht stimmt. Wir müssen die sein, die etwas tun. Und dazu haben wir im September bei der Bundestagswahl unsere beste Möglichkeit. We need to build a wall. Eine Art, sich vor Problemen zu verstecken. Doch unsere Antwort sollte die sein, die meiner Meinung nach Präsident Ronald Reagan in Bezug auf eine andere weltbekannte Mauer gesprochen hatte. Tear down this wall. Reißen Sie diese Mauer ein. Doch das, liebe Damen und Herren, das muss nicht so weit kommen. Zusammen sollten wir hier stehen, jetzt und auch in Zukunft, für Transparenz, für Offenheit und für Demokratie. Für Gleichheit, für alle und für den Frieden. Wenn wir uns also am 24. September zur Wahl begeben, sollten wir nicht vergessen, was wir wollen und vor allem, wer diese Werte repräsentiert. Schaut euch um.
Seht ihr irgendwo einen Stand der CSU? Ich nicht. Ich kann nur bitten, treffen Sie Ihre Wahl weise, denn es steht viel auf dem Spiel. Ganz egal, ob TTIP, CETA, TISA oder JEFTA, wir sollten nicht mehr im Stich gelassen werden von Koalitionen, deren Sinn die eigene Machterhaltung ist und die das Volk, von dem laut Grundgesetz alle Macht ausgehen sollte, ausbeutet, belügt und bei Verhandlungen sogar ausschließt, weil Sie unsere Beteiligung nicht wollen. Doch wir werden uns beteiligen. Alle Altersgruppen, alle Parteien gemeinsam beteiligen wir uns in Kundgebungen und Veranstaltungen wie heute, in Podiumsdiskussionen oder Demonstrationen oder auch, wie ich vorhin erst mitgekriegt habe, beim AfD-Stand, der sich heute die Dreistigkeit besitzt, am Martin-Luther-Platz aufzustellen. Wir werden uns beteiligen. Wir werden nicht klein beigeben. Wir werden schon gar nicht aufgeben. Und wir werden durchhalten. Danke. Wie gesagt, gemeinsam sind wir unabdingbar. Ja, aber wir sind jetzt am Ende der offiziellen Rednerliste angekommen. Und vielleicht ist der eine oder andere aus dem Publikum, der noch ein oder zwei Gedanken oder auch mehr Gedanken hat. Günther hat das Mikrofon, vielleicht ist jemand da, der das ein oder anderen Kommentar dazu abgeben möchte. Traut euch bitte. Bitte schön. Ja, als allererstes, wenn wir schon darüber sprechen, davon geht das Ding. Ja, geht. Ganz klar. Dass wir auch selber vor Ort was tun können. Da möchte ich nochmal darauf aufmerksam machen. Dort, wo es zu haben gibt, kauft alle faire Milch für unsere Bauern vor Ort, die dort ehrliche Arbeit leisten und die sollen auch ehrlich ihr Geld dafür bekommen, damit die Betriebe weiter existieren können. Danke. Sehr gut, danke. Durch bemerkbar. Lietzig. Ja. Scheint nicht zu die Lietzigen wohl nicht. Ja, den Aufruf, faire Milch zu kaufen, kann ich natürlich nur unterstützen. Aber nicht nur beim Milcheinkauf, sondern bei jedem Einkauf sollten wir uns Gedanken drüber machen. Erstens, wem wir unser Geld geben und zweitens, was wir damit auslösen. Und wenn man da unser Einkaufsverhalten entsprechend verändern wir nicht nur dadurch, dass unser Geld an andere Marktteilnehmer geht, einiges am Markt, sondern wir verändern auch dadurch was, dass wir in unserem Umfeld auffallen, weil wir was anders machen. Und das ist die große Möglichkeit, die wir haben, denn die großen Konzerne sind alle darauf aus, dass sie jedes Jahr Umsatzsteigerungen haben. Und wenn der Umsatz einmal einbricht, das braucht nicht 50% sein, da lange 5% Jahr für Jahr, dann ändert sich dort auch was. Und es muss genauso wie es im Moment ein Thema ist, gentechnikfreie Milch oder Nahrungsmittel zu kaufen, muss es ein Thema werden. Was haben die Tiere gefressen? Ist dort Importsoja drin? Das muss draufstehen, dass die Verbraucher eine Möglichkeit haben zu unterscheiden. Danke. Weitere Äußerungen? Wer mag noch? Ich finde es total wesentlich, dass wir auch immer wieder den Blick drauf richten, wie wir uns die Erde vorstellen und nicht immer nur das verneinen, was uns nicht gefällt. Dass wir ein Bild entwickeln, dem man nachgehen kann. Und wenn ich Zeit habe, singe ich ein kurzes Lied von John Denver. The earth is our mother just turning around with the trees and the forest and roots on the ground. Our father above us who
Let me touch with my fingers, see with my eyes, in the hearts of the children, pure love still grows. Like a bright star in heaven that lights our way home, like a flower that shattered the stone. Wer mag noch ein Statement abgeben? Hallo, mein Name ist Markus Reiner. Fand ich alle Reden super. Ein Detail finde ich mir noch für Diskussionen vielleicht gut im Hinterkopf zu haben. Es werden, weil die Frau Merkel sich ja auch als Klimakanzlerin, da ist ja schon das so gesagt worden. Also, es werden alle 4 Jahre sozusagen für in der Legislaturperiode mehr als 100 Milliarden umweltschädliche Subventionen allein in Deutschland verstaut. Mehr als 100 Milliarden umweltschädliche Subventionen in der Legislaturperiode. Ja, das ist Klimakanzlerin. Dazu kommt, das wisst ihr sicher auch schon, aber für mit dem Hinterkopf nochmal, die CO2-Emissionen, die sind heute so hoch wie immer noch wie vor 8 Jahren. Ja, von wegen also Klimaschutz in Deutschland und so weiter. Also die CO2-Äquivalent-Emissionen ist heute immer noch so hoch wie vor 8 Jahren in Deutschland, ne, pro Kopf. Also von wegen Klimaschutzkanzlerin. Das ist für Diskussionen auch immer mal gut vielleicht einzubringen, deswegen bin ich bloß dran. Dankeschön. Ja, wenn nichts mehr kommt, dann kommt was von uns. Ja, nachdem unsere Redner die Probleme benannt und die Schwierigkeiten auch aufgezeigt haben, die mit dieser Politik der G20 auf uns zukommen werden, möchten wir euch bitten, wachsam zu bleiben, nicht locker zu lassen und weiter unseren Protest voranzutreiben. We're fighting a losing battle, but having a lot of fun trying to win. And the battle is not over. And we get stronger every day. Schaut euch die Programme der Parteien für die ausstehende Bundestagswahl genau an. Hinterfragt ihren Aussagen oder Versprechungen, bevor ihr euer Kreuz an der richtigen Stelle macht. Planet Erde zuerst, Planet Earth first, eine andere Politik ist nötig. Ja, und unser schönes Franken als Teil dieses Planeten hat es besser verdient, als für die Konzerninteressen weiter geplündert zu werden. Wollen wir das zulassen, dass die plündern? Nein! Nein, wir haben es in der Hand und wir wehren uns und wir werden uns Gehör verschaffen. Wir wollen unsere demokratischen Grundsätze und unsere soziale Marktwirtschaft, die wir erfunden haben, die wollen wir nicht den Profitstreben einzelner Profiteure opfern. Wir wollen uns wehren und wir werden uns wehren. Planet Earth First, eine andere Politik ist nötig. Zum Abschluss möchten wir uns bei allen Beteiligten bedanken. Dank gilt den Mitstreitern auch von der ABL, die mit ihren Traktoren und dem Anhänger uns die nötige Bühne geschaffen haben. Wir vom Bündnis Stopp TTIP Ansbach Stadt und Land werden auch weiterhin am Ball bleiben. Und wer mitmachen will, ist herzlich eingeladen. Auf unserer Homepage könnt ihr euch dann die entsprechenden Informationen besorgen. Unsere Homepage ist www.stopp-ttip-ansbach.de. Tragt bitte diese Diskussion weiter mit zu euren Bekannten, Freunden und auch zu den ganzen nicht informierten oder unentschlossenen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Herzlichen Dank. Wir kommen wieder.
kommen wieder. Und wir werden gehört werden. Und wir werden gehört werden mit eurer Hilfe. Herzlichen Dank. Dankeschön. Hallo.